Jetzt kommt's. Was noch zwei Gewinnsätze? Das ging so schnell, das Spiel. Ne? Zwei Gewinnsätze, oder? Dass wir jetzt noch was Zeit haben. Deswegen schlage ich den Supercup vor. Der wird traditionell gespielt vom Dritten gegen den Ersten. Oder? Ja, sehr gerne. Ja, natürlich. Jetzt, den Supercup haben wir leider nicht hier, den müssen wir noch basteln. Ja? Ey, warte mal, den darf man ja so. Ja, gut, aber nicht aus den Augen lassen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. So unruhig. Ja. Das ist jetzt auch noch aufgezeichnet alles? Bitte? Das ist auch noch alles, Nein, das ist nicht aufgezeichnet, das ist live. Gucken Sie mal auf die Uhr. Das meinte ich. Sehen Sie mich? Sehen Sie, wie ich mich bewege? Aha. Also wir sind live. Genau. So, du bist blau. Bis 15 spielen wir übrigens. Bis 15? So viel Zeit haben wir? Sag ich jetzt mal. Oh, komm. So. Er ist der Erfinder der Sportart. Es geht um mich, aber es geht um die Erde. Du bist blau, du auch. Ich muss mich rehabilitieren. Du bist rot. Ja. Axel, hätte ich mehr von dir erwartet. Blau. Wenn das alles gewesen ist. Ja, gut, aber. So. Der war ja auch zwischendurch drin. Du hast du. Weißt du, ja. Ich fange an, okay. Raab gegen den Sieger. Und der Sieger, ja, Tom Beck. Meinst du? Ja, also der Hedde-Spezialsieger holt den ersten Punkt. Und der war schwierig für Tom, hat er nicht bekommen. 2-0, also stark. Und auch schwieriger Ball. Und leicht zu lang, dritter Punkt. Sehr, sehr fokussiert. Sehr fokussiert. Punkt für Tom. 4-0. Und dann noch hinten, sehr, sehr lang, ganz, ganz schwierig für Stefan, den zu bekommen. 5-0. Nee. Und das wäre eine Doppelberührung gewesen, wenn Stefan noch rangekommen wäre. 6-0. Ah, ist doch gut. 7-0. Da ist die Luft raus. Wir haben Zeit für noch ein Spiel. Die Luft ist ja 8-0. Scheint hier schnell zu gehen. Vielleicht treten die beiden Letzten noch gegeneinander an. Oh, Punkt für Stefan. Man weiß es nicht. Der erste Punkt, ist das die Wende? Okay. Leider ein bisschen schräg. Punkt für Tom. 9-1. Yeah. Aber Stefan braucht nur 8 Punkte bis zum Ausgleich. Und da geht's schon los. Zweite Punkt für Stefan. Vielleicht hat er nur so getan, als wenn er es nicht so gut wie Tom kann. Vielleicht dreht er jetzt auf. Ganz stark gemacht. Ganz, ganz stark. Da hat er natürlich seine 1,84 ausgespielt. Nee. Tja, gefühlt war er dran. Kann man nicht rein diskutieren. 11-2. Stefan überlegt, auf die Platte zu gehen, lässt es dann doch weg. Und bleibt am Netz hängen. Punkt für Tom. Eine Angabe. Also, der gerade eben geschaffene Supercup hier. Der dritte gegen den ersten. Nein, Stefan Raab liegt noch. Angabenwechsel. 9 Punkte Rückstand. Ganz stark von Stefan. 4-12 aus seiner Sicht. Danke. So, merken Sie was? Daneben 13-4. Aber jetzt erwischt er ihn am Körper. Raab 5, Tom 13. Gehört zur Ausdauersportart hier. Und auch hier wieder Tom Beck, absolut aggressiv zum Matchball hier bei diesem Spiel. Gibt es das Wunder von Köln? Aus. Der war aus. Nächster Punkt
6 zu 14. Das ist nicht viel schlechter als Sachsenleben. Das war aber auch wichtig für dein Ego noch. Ja, total. was muss ich machen? Ich gebe? Ja, ja. Er ging daneben. Ja, das hole ich noch. 7. Punkt. Angabenwechsel. Ja. Bitte? Angabenwechsel. Immer noch Matchball. Aus. Und Punkt auch der geht daneben. 8. Punkt für Stefan Raab. Der nächste Matchball und den runter sich. Auch der Supercup geht an Tom. 15:8. Stefan Raab unterlegen auch in diesem Spiel. Nein, der ist echt gut, ne? Ja, sehr gut. Echt. Ich wollte die Sache. Oder? Das ist gut. So, Tennis Champion 2015, Tom Beck, vielen Dank an Elton, Tom Beck, David Odonko, Ron Ringgut, Gewinner, René, Axelstein und Celia. Vielen Dank, mach's gut, schön.